Mein Name ist Dirk Steuerwald und ich leite das Modul Energie und Siedlung im Studiengang Umweltingenieurwesen an der ZHW in Wädenswil. Heute besuchen wir zwei Siedlungen, die internationale Vorbilder sind im Hinblick auf Energie- und Stoffflüsse, aber auch im Hinblick auf nachhaltiges Zusammenwohnen. Das Hunziker Areal besuchen wir mit dem Leiter der 2000 Watt Areale. Und er zeigt uns direkt in der Siedlung, wie die Planung einer solchen Siedlung abläuft und dann eben auch die Zertifizierung. Im Modul Energie und Siedlung geht es um Systemdenken in Bezug auf Nachhaltigkeit. Wir schauen uns also die verschiedenen Flüsse an, die durch so eine Siedlung gehen, also die Energie, Biomasse und Wasserflüsse, und schauen dann an, welche Synergien dazwischen hergestellt werden können. Die Studierenden sollen aus diesem Tag mitnehmen, was für Planungsansätze möglich sind, und sie sollen durch die Einblicke, die sie gewonnen haben, die Möglichkeit bekommen, kritisch zu hinterleuchten, was sie dafür in ihre eigenen Siedlungskonzepte einbeziehen und was auch nicht. Praxisnahes Studieren heißt, im Modul eigene Siedlungskonzepte zu entwickeln und so die Kompetenzen zu gewinnen, um später unter anderem mit Architekten nachhaltiges Wohnen zu gestalten.